Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 9. Tag auf unserem Roadtrip 2019. Und wir haben gerade ein Sonnenfenster. Nachdem es seit gestern hier im Westen Frankreichs schön regnet, auch mit ordentlichen Gewittereinlagen, Hageleinlagen, an einigen Orten gab es fette Unwetter. Wir sind gestern den ganzen Tag von der Küste der Südbretagne losgefahren und befinden uns jetzt, keine Ahnung, etwa in der Mitte Frankreichs, 250 Kilometer von unserem nächsten Zielort Argentat an der Dordogne entfernt. Und hier bivakieren wir gerade auf dem Parkplatz eines Fußballplatzes, eines kleinen französischen Dorfes, vollkommen ungestört, wunderbar. Und können Kaffee trinken. Samira macht ihre Morgengymnastik. Ich schneide Videos. Das Einzige, was immer ein bisschen nervt, ist der Generator. Aber wenn man das so handhaben will mit Filmen, Fotografieren, Videos bearbeiten und schneiden, wie das Samira und ich machen, dann muss man auch sowas in Kauf nehmen. Okay, wie dem auch sei, es ist einfach nur mega geil. Und ja, in Kürze werden wir hier weiterziehen in irgendeinem schönen Dörfchen oder Städtchen, eine Bäckerei aufsuchen, frühstücken on the road, wie immer, wenn wir so unterwegs sind. Und das gefällt uns.